Was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Ja, und da haben wir es geschafft. Prioritäten. Sequenz 8 beendet. Ich hoffe, das war's noch nicht. Gut, dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! So viel zu den Erinnerungen. Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio.
Eine Heimkehr. So, und da sind wir wieder in Masyaf. Hier drüben. Dieser Anstieg. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahat. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Ja, so ist es. Und wir nähern uns so langsam dem Ende. Eigentlich will ich das noch gar nicht. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Denn ich wollte ja eigentlich noch so viel machen, aber vielleicht kommen wir ja wieder zurück nach dem Ende. Das Ende der Straße. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Tja, meine Liebe, das wissen wir nicht. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Ist das vielleicht? Tipp? Ja, ich will mal einen Tipp. Diese Diagramme sehen wie Sternbilder aus, Ezio. Steinbock, Adler, Schütze. Vielleicht passen die Schlüssel zu einem davon. Hey, ich bin auch Schütze. Das ist vielleicht das, ne? Ja. Das hier. Wo könnte das sein? Passt eigentlich gerade gar nicht, ne? Hier auch nicht wirklich. Okay, das legen wir erstmal wieder zurück. Was haben wir hier? So, hier haben wir noch das. Ich würde sagen, das passt hier nicht rein. Ihr habt 5 Schlüssel. Dann muss es eine Konstellation mit 5 Sternen sein, oder? Wenn sie das sagt, das kann es auch nicht sein. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht richtig. Könnte ich denn hier noch irgendwas machen? Auswählen, platzieren. Nach links drehen. Ah.
Das ergibt Sinn, okay. Nehmen wir das. So, wie könnten wir das noch anordnen? Der Name Altair, das bedeutet Adler in der Sprache der Masyaf-Assassinen. Und der hellste Stern im Sternbild Adler heißt auch Altair. Es kann kein Zufall sein, dass es auf dieser Tür ist. Das kommt dahin. Ah, okay. Kommt das vielleicht dorthin? Ist besser, ne? Und das hier vielleicht dahin? Und das hier dahin? Okay. Aber ich glaube, das war nicht richtig. Sieht aber richtig aus. Ich meine, oder? Kommt das vielleicht hier hin? Das kommt dahin, okay, und hier müssen wir noch was Ordentliches finden. Da! Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Was sich allerdings jetzt da unten befindet in der guten Bibliothek, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Seid auf jeden Fall gespannt auf das Ende von Assassin's Creed Revelations. Bis dahin. Tschüss.